Hallo, ich heiße Sophie und ich stelle euch heute mit vielen anderen Bassistinnen und Bassisten der Musikuni Klagenfurt den Kontrabass vor. Der Kontrabass ist das größte Streichinstrument. Er hat vier Saiten, einen Körper, Wirbel, damit man den Ton, die Tonhöhe einstellen kann, einen Hals und einen Kopf. Hallo, ich heiße Sandro und das hier ist ein Mini-Kontrabass für die Allerjüngsten. Ich heiße Melanie und das ist der Viertelkontrabass. Das ist der halbe Kontrabass, den man spielt, bevor man einen richtig großen Bass bekommt. Ich bin die Nicola und ich habe hier einen großen Kontrabass für euch. Das ist die Größe, die auch Erwachsene spielen. Zum Instrument. Kann jeder Kontrabass lernen? Ja, schon ab ungefähr 5 Jahren kann man Kontrabass lernen. Egal ob 5, 10, 15 oder 20, für jeden ist das Kontrabassspielen möglich. Ein Musikschüler der Schule Klagenfurt wird uns zeigen, wie es klingt, wenn man schon etwas Unterricht hatte. Auf dem Kontrabass kann man den Ton sogar sehen. Und fühlen. Der hier wiegt ungefähr 3 Kilo. Das ist circa so viel wie eine Wassermelone. Der Boss hat 8 Kilo. Das ist so viel wie 8 Backel Müll. Und der große Bass wiegt 11,4 Kilo. Das ist ungefähr wie ein voller Eimer Wasser. Wie trägt man einen Kontrabass? So. Man kann ihn auch rollen. Was ist der tiefste und der höchste Ton? Der tiefste Ton klingt so. Ganz hohe Töne spielen. Vielleicht habt ihr jetzt Lust bekommen, auch Kontrabass zu lernen oder wollt es zumindest einmal ausprobieren. Wenn ihr in der Nähe von Klagenfurt wohnt, könnt ihr euch gerne bei mir melden und wir vereinbaren eine Probestunde mit mir oder einem der Studierenden. Wir suchen auch noch Kinder oder Jugendliche, die Lust haben, hier im Rahmen der Lehrpraxis Kontrabass zu lernen.
Ich heiße Andrea Gehring und unterrichte an der Musikuni Klagenfurt Kontrabass. Meine Mailadresse findet ihr am Ende dieses Videos oder auf der Homepage der Uni. Wer nicht in der Nähe von Klagenfurt wohnt und Kontrabass lernen möchte, auch bei euch gibt es sicher eine Musikschule oder Kontrabasslehrer, die sich über neue Schüler freuen. Und jetzt noch ein bisschen Musik für euch.